herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Ben Caseys Reinigungstechnik. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In den letzten Videos habe ich euch einen kleinen Teil der Ausrüstung vorgestellt, die man zur klassischen Fensterreinigung einsetzt und verwenden kann. Und genau darum geht es auf diesem Kanal. Egal, ob ihr schon Profi seid oder euch einfach für die besten Reinigungsmethoden interessiert, lasst uns einen Daumen nach oben da und folgt uns auf diesem Kanal, um auch zukünftig nichts zu verpassen. Als Dienstleister der neuen Generation gibt es aber noch viel mehr Innovationen in unserer Branche, die der Markt zu bieten hat. Heute möchte ich euch das für mich beste Reinwassersystem vorstellen, den Smart Tank 400 von Streamline. Einem fahrzeugintegriertes RODI-Filtersystem im Verbund mit dem Headwave, der das Reinwasser nach der Filterung auf bis zu 80 Grad erhitzt. Das erhitzte Reinwasser hilft, selbst hartnäckigste Verschmutzung zu entfernen, ohne chemische Reinigungsmittel zu verwenden. Und entfernt mühelos kleine Flecken sowie Algen, Moose, Flechte oder sonstige organische Rückstände. Der Verschmutzungsgrad des Objekts oder der zu reinigenden Glasfläche ist bei der Angebotserstellung von nun an komplett irrelevant. Mit dem richtigen Equipment, das wir euch noch vorstellen werden, müsst ihr, nur noch die Stange halten, wie man so schön sagt. Auch das mühsame Schrubben bleibt euch später erspart. Dazu gerne später mehr. Jetzt zeige ich euch, wie wir das System in der Praxis einsetzen. Zuerst ein kleiner Überblick über die Oberfläche und die verbaute Einheit sowie Filter, Pumpen und die Membran. Sämtliche Anschlüsse, Filter, Regler und Steuerungen sind an der Front des Smart Tanks angebracht, sodass Bedienung und Wartung direkt nach dem Öffnen der Hecktüren möglich sind. Die Höhe des Systems beträgt weniger als 50 cm, was nicht nur platzsparend ist, sondern auch den Schwerpunkt des Fahrzeugs niedrig hält. Dadurch könnt ihr zusätzliches Equipment wie zum Beispiel einen Nasssauger von Skywag problemlos ins Fahrzeug laden. Sogar der Inceptor mit einer größeren Tiefe passt dann noch ins Fahrzeug, wenn ihr das Regal etwas hinten versetzt. Mit einer Rampe lässt sich das Ganze einfach und ohne Anstrengung dann vornehmen und, wie gesagt, problemlos ins Fahrzeug laden. Nun starten wir mit der Anwendung des Systems. Vorab ein paar harte Fakten. Die Leistung der verbauten Pumpen erzeugen jeweils 100 PSI. Das entspricht 6,9 bar. Die maximale Durchflussgeschwindigkeit ist mit 4,6 Liter in der Minute angegeben. Nun aber zur Praxis. Wir verbinden den Zulauf mit einer sauberen und bereits gespülten Wasserquelle. Wie immer gilt, kein Bohr- oder Brunnenwasser. Nur bestes Stadtwasser oder zumindest weitestgehend sauberes Wasser bitte. Vorzugsweise aus dem eigenen Schlauch. Und auch Wasserhähne, die fest in der Wand verbaut sind und rausragen, werden auch nochmal einmal gespült, um eventuelle Verunreinigungen in der Rohrleitung zu entfernen. Zuerst spülen wir das System und die Membran. Nun den Schlauch anschließen, den Wasserhahn aufdrehen, den Schalter für den Durchlauf aktivieren und den Hahn komplett nach links drehen. 2 Minuten warten. Das Wasser läuft zuerst durch die 3 Vorfilter und wird dabei vorgereinigt. Anschließend wird die Membrane gespült und somit gepflegt. Diese verklumpft bei unregelmäßiger Nutzung und kann Schaden nehmen. Daher ist regelmäßiges Spülen wichtig. Vor und nach der Arbeit sowie alle 2 Wochen bei Nichtnutzung. Ab der 3. Woche Standzeit ist ein aktiver Systemlauf von 15 Minuten zu empfehlen. Mein Tipp: Eine Versicherung gegen Dummheit, ein verbauter Frostwächter sowie ein Vorfilter-Abo bei Jaigner, das per Lastschrift mit vierteljährlicher Lieferung abläuft. So müsst ihr euch um nichts kümmern und könnt euch voll auf eure Termine konzentrieren.
Nach dem Spülen schalten wir das Smart-Tank-System ein, um das Wasser zu filtern. Dazu den Knopf unten rechts umschalten, um die Pumpe, den sogenannten Booster, zu aktivieren und mit dem Hahn den Druck auf etwa 4 Bar regulieren, indem wir ihn nach rechts drehen. Je nach Wasserqualität im Zulauf erreicht ihr Werte von 2 ppm bei 100 ppm Stadtwasser beispielsweise oder ca. 16 ppm im Tank bei bis zu 600 ppm Stadtwasser im Zulauf. In unserer Region mit sehr hartem Wasser haben wir also im Schnitt etwa 12 bis 14 ppm im Tank. Erst bei der Anwendung wird das Wasser durch den Harzfilter geleitet und erreicht die gewünschten 0 ppm. Anschließend wird es vom Headwave auf bis zu 80 Grad erhitzt. Es handelt sich somit um totes Wasser in Laborqualität, das reinste Wasser, das für die Reinigung verwendet werden kann. An der Seite des Tanks seht ihr den Füllstand und habt einen separaten Tankauslass, der ebenfalls sehr nützlich ist. Wir wissen jetzt, wie das Wasser gefiltert wird und haben es im Tank. Für dich zur Reinigung bedeutet das, zum Kundfahren, 7 Minuten vorher die Heizung einschalten, die Tür öffnen, Teleskopstange greifen, Schlauch rausziehen mit dem Steckverbinder, verbinden und du bist einsatzbereit. Auf Wunsch auch komplett autark. Mit bis zu 2 Anwendern kann gleichzeitig gearbeitet werden und vor Ort wird ausreichend Reinwasser für den gesamten Tag produziert. Die Kombination aus Smart Tank und Headwave als Einbausystem bietet uns zahlreiche Vorteile. Wir sparen nicht nur Arbeitszeit, sondern auch Rüstzeit. Und das 3 bis 4 Mal am Tag. Dabei erzielen wir perfekte Reinigungsergebnisse und erleben eine deutliche körperliche Entlastung. Im privaten Sektor können dadurch die Umsätze mit insgesamt 2 Mitarbeitern verdoppelt werden. Besonders profitabel ist die Spezialisierung auf Terrassenüberdachungen, Wintergärten sowie Jalousie- und die Solaranlagenreinigung, ausgenommen Ferienzeit oder die Wintermonate. Damit das so bleibt und das Smart Tank System effizient arbeitet, ist regelmäßige Wartung entscheidend. Die Membran sollte regelmäßig gespült werden, um Verklumpungen zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern. Vorfilterwechsel. Wie bereits erwähnt, sollten die Vorfilter alle 3 Monate gewechselt werden, um sicherzustellen, dass das Wasser optimal gefiltert wird und die Hauptmembran nicht überlastet wird. Harzwechsel. Das Harz, was für die Deionisierung des Wassers verantwortlich ist, sollte gewechselt werden, sobald der Leitwert des Wassers 10 ppm in Klammern Parts per Million überschreitet. So gewährleisten wir eine konstante Wasserqualität. Die laufenden Kosten für einen Harzsack belaufen sich bei intensiver Nutzung auf etwa 150 Euro alle 2 Jahre. Also es ist gar nicht viel im Vergleich dazu, was man eben damit verdienen kann oder wie die laufenden Kosten sind dafür. Wir haben sogar unsere klassische Fensterreinigung aufgrund der Zuverlässigkeit vollständig auf die Heißreinwasser-Intensivreinigung umgestellt. Zumindest für die Außenbereiche. Rahmen und Fensterbretter werden intensiv gereinigt und sehen dabei fast aus wie neu. Kein ständiges Nachmessen der Wasserqualität mehr. Bei früheren Systemen, die ich hatte, hatte ich regelmäßig mein kleines PPM-Messgerät dabei und immer um Schwankungen festzustellen und auch die Wasserqualität zu überprüfen. Das fällt hier komplett weg. Wir haben also keine Probleme mehr mit unsauberen Abtrocknen des Wassers und keine Beschwerden mehr nach der Reinigung. Unsere Kunden schätzen die Sorgfalt und Effizienz des Systems sehr. Und seien wir mal ehrlich, es macht schon richtig Eindruck, wenn ihr die Türen öffnet und das System so präsentieren könnt. Ihr positioniert euch auch anders dadurch im Markt. Es gibt keine Vergleichbarkeit mehr. Schon bei der Angebotserstellung könnt ihr höhere Preise ansetzen, da ihr eine Leistung anbietet, die nicht jeder hat. Ein Vergleich mit günstigeren Angeboten fällt damit weg, da ihr es ja reinschreibt, was ihr anbietet. Das System wird von Jeitner nach euren Wünschen geplant und verbaut. Auf Wunsch sind auch Extras wie eine elektronische Schlauchwinde für den Hochleistungsschlauch oder ein Hochdruckreiniger mit Hotcube bis 140 Grad Heißwasser für die professionelle Steinreinigung möglich. Die Kunden dafür habt ihr ja bereits. Ihr müsst es nur anbieten und wissen, wie man es verkauft.
Die Finanzierung ist auch für kleinere Unternehmen machbar. Jedoch solltet ihr die Aufträge bereits im Kalender haben, damit ihr die erste Rate inklusive Mehrwertsteuer problemlos zahlen könnt. Ein Tipp? Ihr könnt euren Transporter auch vermieten, natürlich nur im Beisein. So kam bei uns schon die ein oder andere Rate zusammen. Ihr zahlt monatlich weniger als für einen Angestellten und dieser Mitarbeiter wird nicht krank und ist nach 6 Jahren abbezahlt. Auf Instagram unter fensterreinigung.pg findet ihr einige Beispiele von Projekten, bei denen wir das SmartTang und Headwave System erfolgreich eingesetzt haben. So, das war's, meine Lieben. Ich freue mich drauf, euch auch zukünftig neue Technik und Equipment vorstellen zu können. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, bei Fragen oder Anregungen, schreibt mir gerne in die Kommentare oder meldet euch über Insta. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, bleibt professionell.